Na, jetzt. Geh doch. So, was gibt's hier? Ein Ei. Ei. Nach Draconia von hier aus nach Osten. Eise und Kehr. Hey, da ist ein Frosch. Nice. Und da hinten ist bestimmt auch noch was. Da ist ein Loch. Ich muss da später hin. Oh, nice. Und wir können jetzt sogar in das Ei rein. Wenn ich mich gerade nur erinnern könnte, wo der Eingang war. Ach, hier beim Gras. Ha, bin ich gut oder bin ich gut? Ich weiß aber nicht, was hier ist. Also ich habe das Offscreen auch noch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Was ist hier? Ach du Heilige. Au! Nein. Und wir haben rotes Gelee. Zum allerersten Mal. Du hast rotes Schleimgelee gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Das rote Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile, die wahre Wunder gegen Erschöpfung wirken. Allerdings muss es noch verarbeitet werden. Hier war doch gerade noch eins. Nein, doch eine Rubine. Schade. Okay, wo gehe ich lang? Ich gehe jetzt mal nach rechts. Ah, okay, hier muss ich mit dem Felsen aufspringen. Also ich muss hier doch nochmal her, wenn ich Bomben habe. Wow, das war gut. Und was ist hier drin? Wow, ein Schatz, jetzt schon. Oh, cool, bevor wir den ersten Dungeon besucht haben. Yes! Du hast ein Herzel gefunden, 4 dahin, keines mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um 1. Oh, das habe ich offscreen noch nicht geschafft. Gehabt, meine ich. Vor dem ersten Dungeon schon den Herzcontainer zu haben. Ach, ich bin gut. Ich bin... Verdammt gut. Macht mir das mal nach. Tralali, tralalo, trahopsasa. Ist ja gut. Komm, kriech weiter, kleiner Kerl. Wo ist mein Schiff? Ich mag es gern. Da ist was auf dem Weg. Da ist ein Händler. Dein Ernst? Der Händler? Nein. Der Händler? Dein Ernst? Yeah. Okay. Bleib mal stehen, Händler. Ich will dich mal befragen. Oh, immer auf die rechte Seite. Ich vergesse das immer wieder. Wahrscheinlich kann ich immer noch nicht mehr kaufen und nicht weniger. Ich schaue gerade nach. Ich habe noch ein bisschen Platz. Oh, thank you. Ah, und jetzt habe ich auch herausgefunden, wie man das Klopfen bekommen kann. Ich brauche nur eine Putt-Putt-Frucht zur Sicherheit. Oh, und die hier. Und ich glaube, ich bin jetzt voll. Wenn ich voll sein sollte, macht ihr Folgendes. Ja, okay, jetzt bin ich voll, das weiß ich. Da, jetzt macht er sein Schenkelklopfer. Mehr können sie aber nicht tragen. Bye. Ja gut, Löwenkönig, ich spring direkt auf dich drauf. Because I can. Und wo bin ich? Ach, da, direkt daneben. Passt. Segel setzen. Und auf dahin. Zu Piratenallee. Schnell, bevor es ganz nach oben geht. Okay, passt. Oh, look at that ass. Look at that ass. Oh,
Der erste ist weg. Tschüss, der zweite ist weg. Und eine Schatztruhe taucht auf. Yes! Ein paar Rubine wahrscheinlich. Und da hinten ist wieder ein Schatz. Da hinten. Na jetzt, gebt mir den Schmarrn. Ah, 20 Rubine, okay. Gib das her, gib das her, gib das her. Okay. Mehr nicht? Ah, 5er Rubine. Nice. Gar keine Rubine. Gar keine Rubine. 5 mit einer Rubine. Gut. Schaffe ich das? Wo ist er denn? Da ist mein Schiff. Könnte knapp werden. Ich glaube, ich schaffe das nicht auf Anhieb. Oh, knapp. Habt ihr das gesehen, wie gut das war? Gut. Dann setzen wir die Segel nach Drakonien. Und ich werde jetzt dann den Part die Session mal beenden. Ja, doch nicht so lange, wie ihr es gewünscht habt. Beziehungsweise ihr das sich wünschen würde. Morgen werde ich wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Aber ja. Ja, es gibt sowieso eine Neuerung, dass ich versuchen werde, jeden Tag 2 Parts rauszuhauen. Ab der nächsten neuen Woche, also die Woche, die jetzt kommt. Und jetzt wird sowieso alles gestoppt, weil wir in Drakonien angekommen sind. Oh, nein, da ist eine Flaschenpost. Nein! Ich war so sicher, dass das passieren wird. Ah. Land in Sicht. Das ist dein Zielort, die Insel Drakonia. Ich weiß, eine falsche Stimme. Oh, hört sich das an! Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valu. Er hat Arschschmerzen, also hilf ihm. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt Dean Stamond in Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel, das Volk der Orni. Hey! Ach ja, einen Moment noch. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seiner Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun, zu irgendwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal probehalber? Versuche dich zuerst am Dreiertakt. Lass L ungetastet und schwinge den Taktstock mit Hilfe von R in die Richtung. Will ich nicht. Ich will's lauter machen. Und ganz leise plötzlich. Nicht schlecht. Das klingt doch schon ganz gut. Als nächstes probieren wir einen Vierertakt. Halte. Bla 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 bla. Fertig. Das ist es, PB-Style. Für dein erstes Mal wirklich sehr beachtlich. Ja, ja, 6er Takt, aber die brauchen wir jetzt nicht. Du hast den Taktstock des Windes erhalten. Je nach Verwendung soll man damit die Kräfte der Götter auf seiner Seite haben. Man kann ihn mit rechts klicken. Ja, bla 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 bla. Ja, seht ihr, auf dem Steuerkreuz ist jetzt gelegt. Und ich will noch diese Flasche haben. Gibt's hier noch eine? Nein. Ah, doch, da hinten. Nein, es sind Rubine. Gut, bevor ich irgendetwas Neues anfangen werde, beziehungsweise bevor ich dahinter gehen werde, korrigiert mich jetzt noch am Ende des Parts. War es schon immer hier aufgebrochen? Auf der GameCube-Version glaube ich mich zu erinnern, dass man hier auch mit der Bombe das erstmal aufsprengen musste, also mit dem hier, mit den Bomben schnell, wirklich schnell hinlaufen können und dann es aufsprengen können. Keine Ahnung. Ansonsten, ja, mach hier mal eine Pause. Und ja, im nächsten Part geht's dann erst weiter. Aber, wie ich versprochen habe, am Ende jedes Parts kommen, ja, am Ende
Jede Aufnahmesession kommen diese Flaschen. Bin gerade mit diesem netten Kerl im Tempel unterwegs. Oh. Was, der hat schon die Farbkamera? Wow. Cool. Wirklich cool. Ha, Terry wirkt so gestört. Ein Sephir-Tempel. Ah, okay. Wirkt auch sehr gestört. Auch auf Farbkamera, krass. Schattengarde in schwarzer Rüstung. Boah, auch Farbe. Mann, ich will auch die Farbe haben. Oh nein, der Endboss vom Spiel. Genau, der größte Endboss überhaupt. YOLO. Na, Hashtag YOLO, dein Ernst? LP Master. Pff, no. Gut, ich hoffe, euch hat diese Aufnahmesession gefallen und wir sehen uns im nächsten Aufnahmesession wieder. Wenn es wieder heißt mit Zelda Wind Waker und mir PB-Style. Und ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen, dass sie ein paar Nebenstationen noch gemacht haben und was weiß ich was alles. Und dass ich mir für alles Zeit lasse, um genau zu erkunden und wirklich alles erkunden werde. Und ihr könnt mir jetzt schon mal spoilern, weil ich damals auch keine Ahnung gehabt habe, das Spiel damals auch nicht so 100% geschafft habe, was es damit auf sich hat. Ich weiß nicht, wie ich das wegbekommen kann. Wirklich, keine Ahnung. Also, ihr könnt mir das schon mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst von damals. Und die Vögel wollen dieses Futter auch haben. Nice. Weil mit dem Vogel kann ich auf die andere Seite fliegen und auch ein bisschen was erkunden. Und da brauche ich auch, muss ich irgendwie hinkommen, weil da ist eine Truhe genau dahinter. Und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Also Leute, haut rein, euer PB-Style. Bis zum nächsten Paar, bis zur nächsten Session. Haut rein. What the fuck? Tschüss, Leute. Haut rein.